Erdbewegung, Bodenstabilisierung, Abbruch und Transport. Das sind die wichtigen Dienstleistungsbereiche, in denen das Erd- und Tiefbauunternehmen Maaßen tätig ist. Mit diesem dritten Kurzfilm begleiten wir das Team Maaßen erneut bei verschiedenen Einsätzen und zeigen euch einige Neuheiten im Fuhrpark. Wir beginnen in Sindorf, nur etwa 25 Kilometer westlich von Köln. Nur einen Steinwurf vom Maaßen-Betriebsstandort entfernt werden auf dieser Fläche die grundlegenden Arbeiten für den Bau eines Parkplatzes durchgeführt. Maaßen ist mit 7 Fahrzeugen vor Ort. 5000 Kubikmeter Oberboden wurden in den letzten Tagen bereits abtransportiert. Die darunter liegende Schicht gilt es nun mit Hilfe der Bodenstabilisierung vorzubereiten. Mit den Streuern bringt Fahrer Christoph zunächst rund 25 Kilogramm des Kalkbindemittels pro Quadratmeter aus. Die Bearbeitung dieser Fläche muss notwendigerweise ohne Zeitverzögerungen stattfinden. 2 seiner 4 Wirtgen-Fräsen hat Maaßen zu dieser Baustelle entsandt. Auf 2,50 Meter Arbeitsbreite wühlen sich die Maschinen 40 cm tief durch den Boden. Angetreten sind hier die beiden dienstältesten Fendt-Traktoren des Fuhrparks. Für die 936er Schwerstarbeit bei weniger als 1 km/h. Alle 2 bis 3 Tage muss der Luftfilter erneuert werden. Mindestens 35 Liter Diesel pro Stunde verbrauchen die Schlepper vor den Fräsen. Eine Spedition liefert mit Silo-Aufliegern das Bindemittel an. Für die Aufwandmengen des Kalkgemischs sind die Bodenart und die Feuchtigkeit ausschlaggebend. Außer auf extrem tonhaltigen Standorten genügt eine Überfahrt mit der Fräse, um das gewünschte Arbeitsergebnis eines gut gemischten, glutenfreien Bodens zu erzielen. Für die Rückverfestigung ist die 14 Tonnen schwere Walze zuständig. Die Feinplanung des RCL Recycling Schotters übernimmt auf dieser Baustelle der John Deere Speeddozer. Die 210 PS Baumaschine hat Maaßen für 170.000 Euro vor kurzem gebraucht aus den USA importiert. Wie der Name Speeddozer schon sagt, ist die Maschine vor allem für den schnellen Materialeinbau gut geeignet. Die Delta-Laufwerke und das Knickgelenk sorgen für Laufruhe und Wendigkeit. Bei diesen leichten Planierarbeiten leistet der Speeddozer die doppelte Arbeit gegenüber den gewöhnlichen Kettraufen. Das Fahren des 764 HSD war durch die Positionierung der Kabine auf dem Vorderwagen auch für einen routinierten Baumaschinenführer wie Peter anfänglich etwas gewöhnungsbedürftig. Gelenkt wird das Fahrzeug meist über die Joysticks auf der Armlehne. Das Planierschild wird automatisch nach den Vorgaben des Deckenhöhenplans gesteuert, den das Team Maaßen für diese Baustelle erstellt und per USB-Stick in das Trimble-Terminal übertragen hat. Die Genauigkeit liegt bei plus minus 1,5 cm. Die Disposition des riesigen Fuhrparks erfolgt vom Büro in Haus Forst. Im Sommer werden am Maaßen-Standort in Sindorf zusätzliche neu errichtete Räumlichkeiten mit Büro- und Sozialräumen bezogen. 90 Mitarbeiter beschäftigt Geschäftsführer Marc Maaßen aktuell in seinem Team. Verstärkung wird aber unbedingt gesucht, denn in Kürze wird der Fuhrpark um 6 neue Lastwagen, 2 Kettenbagger und eine Raupe ergänzt. Bewerbt euch jetzt! Zur nächsten Baustelle in das Dorf Mannheim neu. Im dortigen Wohngebiet ist Mitarbeiter Kevin dabei, mit dem wendigen und kompakten CAT-Mobilbagger den Oberboden auszuheben und Kies einzubauen. Meist sind solche Aufträge an einem Tag abgearbeitet.
Mitarbeiter Heinz ist schon seit 10 Jahren im Betrieb und transportiert an diesem Tag den Aushub zwischen der Baustelle und der Deponie. Normalerweise zieht er mit diesem 600 PS starken Actros den Tieflader und ist dafür zuständig, dass die Spezialmaschinen und Bagger pünktlich an ihren Einsatzorten sind. Vor kurzem wurde eine neue 680 PS starke Zugmaschine geliefert, die wir in einem der nächsten Kurzfilme zeigen. Am Baustoff-Recyclingplatz Haus Forst wird mit den mobilen Brechanlagen der unbelastete RCL-Schotter hergestellt. Aus bis zu 1x1 Meter großen Brocken malt die Maschine eine Korngröße von nur 0,45 cm. Metall wird per Magnet und Plastik oder Holz per Windsichter entfernt. Mit den 22 Meter langen Haldenbändern lassen sich zusätzliche Materialbewegungen mit dem Radlader einsparen. Erst vor wenigen Monaten ist der zweite CAT 966M eingetroffen. Der ältere der beiden Radlader wird weiterhin in Haus Forst eingesetzt. Der Neuzugang wechselt in Kürze in die neue Kiesgrube von Maaßen. Der 966M wurde für diese Arbeit mit einer geeichten Wiegeeinrichtung bestellt. An unserem Drehtag werden noch beide 24 Tonnen Baumaschinen zum Laden von RCL verwendet. Tonnen dieses RCL-Recycling-Schotters wurden auch zur Parkplatzbaustelle in Sindorf geliefert. Diese etwa 400 Lastwagenladungen Material auf der Baustelle zu verteilen, übernimmt der Quadrac 620 mit Schürfkübel. In Teil 2 der Maaßen-Kurzfilmreihe haben wir euch die beiden Quadracs der Flotte bereits ausführlich vorgestellt. Wir werden euch auch weiterhin mit Kurzgeschichten über neue Maaßen-Baustellen und die Fahrzeugflotte auf dem Laufenden halten. Besucht für weitere Informationen auch die neue Website und Facebook-Page des Bauunternehmens und informiert euch gezielt über die offenen Stellenangebote. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht das Like und Abo unseres Kanals.